Hallo. Ja, es sind jetzt dieses Jahr werden es wahrscheinlich die 650 werden. Ja. Und wie ist das Statistik? Die bleiben viele, viele zusammen. Ne? Also wie man Schloss, in dem Veranstaltungen betrieben werden oder stattfinden können, ganzjährig, jederzeit, ganz nach Wunsch des Gastgebers und sind gastronomisch mit Partnerbetrieben an der Eventplanung und Organisation beteiligt. Wir haben durch die Masse können wir ganz einen anderen Preis fahren. Ne? Ja, ich darf auch sagen, ich habe ja nicht wenig Anfragen, wo kann ich in der Südsteiermark heiraten. Und da gebe ich halt immer wirklich, wir haben schon einige schöne Orte, ne? Gebe ich auch unter einem Adresse immer weiter. Ja. Und die Leute sind sehr zufrieden, also was ich immer so an Rückmeldungen höre. Von Hochzeiten, Taufen, Geburtstagen, Firmenfeiern, jegliche Art von Präsentationen. Und wir pflegen das Areal, wir schauen, dass alles in Ordnung ist, wir schauen, dass der Gastgeber alles bekommt, was er für seine Feier braucht. Ich habe da so eine Art Frühschoppen, ganz gemütliches mit Kommen und Gehen, das ist eigentlich schwer, wie viele Leute gleichzeitig da waren, aber summa summarum waren 800 Leute an dem Tag da, war kein Problem. Von unserer Wirtschaftskammer von Winfried. Das kann man nutzen für Fortbildungen. Lebensmittelgroßhandel. Belieferung von kleinen Imbestand bis zur Systemgastronomie, Hotellerie, Gastronomie, ja. Affenberg, Bruck, Leoben, Graz, Graz Umgebung. Okay. Dann haben wir noch einen Raum Klabeinersee, also St. Kanzia, Lavermünd. Der Park rund, alles, das ganze Gebiet wird von der Südsteiermark und Südweststeiermark sehr stark bespielt. Mhm. Gell? Alles, was mit Tourismus, Lebensmittel, Lebensmittelerzeugung, Zulieferung, die Dienstleistungen rundherum, das schauen wir uns heute an. Und darum ist der Betrieb so interessant. Ja, gerne. Das ist der Kali, unser Oberbachstubleiter, ja. Der Direktor. Der ist schon über 20 Jahre. Jetzt schauen wir schnell zurück. Das ist ein Leben für ein Kalter. Ich würde direkt auf dieses Wochenhaus gehen. Nicht abschauen, das wird richtig gut. Wir sind da in Großkern, bei der Bäckerei Huckmann. Und wir stellen täglich frisches Brot und Gebäck für die Leute in der Region dar und versuchen, regionale Produkte zu verwenden. Hier bei Willis Werkstatt wird alles repariert, was ein Motor hat. Ob es ein E-Motor ist, eben bei den E-Bikes oder eben ein Auto, ein Traktor, Anhänger, also auch Anhänger, die haben keinen Motor, das wird einfach alles repariert, was ein Motor hat oder was Räder hat, sagen wir so. Alle Marken und ja, wir tun auch abschleppen und ja, das Geschäft geht Gott sei Dank gut. Wir sind froh, dass wir so viele Kunden haben und dass die alle sehr zufrieden sind mit der Werkstätte. Ja, wenn man Arbeit hat, ist es gut. Genau. Schön wäre es,
andersherum. Nein, von dem haben wir dann wirklich genug, ja? Zum Glück. Gerade beim Das Schmied im Hotel Schmied in Maltschach. Wir sind ein Hotel mit Betten, Zimmern, Seminarräumen und einem neuen Wellnessbereich mit beheiztem Schwimmbad. Natürlich gibt es bei uns auch sehr gute köstliche steirische Schmankerl, wie Backhändel, Rindfleisch machen wir selber und wir machen sehr viele regionale Produkte aus unserer eigenen Landwirtschaft. Wir Funktionäre, wir sind ja alle unternehmerisch tätig, das ist ja unser Brotberuf, nehmen uns aber auch die Zeit, dass wir für die Wirtschaft uns einsetzen. Das tun wir gerne. So sind wir also neben unserer unternehmerischen Tätigkeit heute im Bezirk Leibnitz unterwegs. Es werden insgesamt über 100 Firmen besucht von verschiedenen Teams. Und der beste Kontakt ist noch immer der direkte. Auch wir setzen natürlich viele Hoffnungen auf die neue Regierung. Wenn du anschaust, die Betriebe, die wir heute angeschaut haben, die haben uns ihr Leid schon geklagt. Es war gar nicht diesmal so die Mitarbeiter so im Mittelpunkt, sondern eben Bürokratie und diese Hemmnisse und immer dieses Draufpacken auf Gesetze. Das war eigentlich das, was wir heute als Botschaft mitnehmen können. Ganz perfekt sind wir zwischen Graz und Leibnitz, Spielfeld, Marburg und weiter. Aber da ist jetzt die Chance da, dass das ab 2022, glaube ich, wird das fertig ausgebaut, dass die Strecke fast kreuzungsfrei ist. Und der zweite Punkt ist die Autobahn. Bei der Autobahn wer die Strecke von Spielfeld bis Graz öfter fährt, weiß, von was ich da rede. Es ist dringend notwendig, eine dritte Spur zu legen, weil das Verkehrsaufkommen so groß ist. Der Schwerpunkt heute liegt auf dem Gebiet Tourismus und dazugehörige Lieferanten und Produzenten und die Dienstleister, die dazugehören. Und da sieht man, welche Breite das hier an Betrieben, an hervorragenden Betrieben, die natürlich nicht nur den regionalen Bereich bedienen, sondern auch überregional tätig sind, was das für eine Wirtschaftskraft entwickelt. Also man weiß ja, dass insgesamt 12% der Wertschöpfung in der Steiermark aus dem Tourismus kommt. Und in der Südsteiermark gibt es halt einen speziellen starken Tourismuscluster. Am Nachmittag werden wir noch das Büroteam besuchen, sehr wichtige Unterstützung. Die haben einen neuen Marktauftritt und das werden wir auch dann sehen. Da in Tiewitz sind wir jetzt seit November, also eineinhalb Jahre. Ja. Ja, hier sieht man alles neu. Ja, das haben wir noch nicht lange so. Vor allem der Badstraße, da haben wir das. Das war ein bisschen zu klein für euch. Ja, das war umständlich und sehr schwer zu arbeiten. So weit gegangen, dass wir im Hof die Maschinen auspacken müssen und reinfahren. Jetzt haben wir einen Lift dabei, haben einen Keller, können das alles mit Paletten verführen und auspacken. Und ja, wie es halt der Markt verlangt, es wird immer mehr und die Spannung immer geringer. Du musst eben mehr machen, so das haben wir so in den Räumlichkeiten nicht mehr bewältigen können. Ne? Ja, die Spannungen sinken leider. Die Spannungen sinken, wir sind in der Elektronikbranche, die Produkte sind günstiger geworden. Also, Problem haben wir mit Breitband in Dilmitsch, ich weiß nicht, wie gut geht's da. Ja, wir haben eine Glasfaserverbindung. Das wäre für uns unmöglich gewesen, einen Standort zu machen, wenn ich keine Avatar habe. 100 Euro Gutschein Wifi. Oh, danke schön. Super, danke. Selbst einen Kurs besuchen oder. Toll, ja, super. Und die ganzen Unterlagen, die ganzen Kurse. Und unser Angebot, was wir auch von der Wirtschaftskammer haben und ein paar solche Giveaways sind auch drin, die wir brauchen können in meinem Bürobetrieb. Dankeschön. Und Sie wissen nicht, was wir zu finden sind. Also, Dankeschön. Und zum Schluss geht es dann zu einem Bierbrauer, zum Diplom-Ingenieur Löscher, also Flamberger Bier. Einer der Pioniere auf dem Gebiet. Er ist nicht nur Biererzeuger, sondern auch Techniker und kann auch das, was er dort an Anlagen und Maschinen braucht, auch selbst.
bauen. Und deshalb ist die Kombination auch dort so spannend. Also die Südsteiermark hat wirklich viel zu bieten. So, bitte, ich darf ja mal. Danke. Wir sind ein echter Bierherstellungsbetrieb, wir sind kein Gasthaus, obwohl wir das Gewerbe haben, aber wir beliefern Gaststätten mit Bier. Ja, und wir sind eine kleine Brauerei, ne? Als erstes werde ich immer gleich gefragt, wie groß seid ihr, wie viel produziert ihr, und ich sage es immer in Krügelbier, damit es mehr klingt. Ja, übers Jahr machen wir rund 100.000 Krügelbier, ne? Also wir trinken, was wir können, den Rest verkaufen. Also wir sind 3 bis 4 Monate unterwegs. Ja. Wir bemühen uns, es sauber zu arbeiten. Ja. Und sehr naturnahe Herstellung. Ja. Unser Bier ist nicht filtriert, es ist nicht pasteurisiert, es ist nicht chemisch oder biochemisch stabilisiert.